Hallo, 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 hallo zusammen. Hier ist wieder der Hans von dgröschke.de. Heute wieder ein schöner, warmer Sonntag, sonnig. Ich hoffe, ihr genießt den ganz gut. Und heute wollen wir uns ein bisschen Zeit geben, etwas über unsere Watchlist zu erzählen. Das wird nur ein kurzes Video sein. Es ist einfach nur so, weil viele fragen, worum es sich denn um diese Watchlist handelt. Und damit ich nicht ständig solche E-Mails schreiben muss, mache ich jetzt mal ein kurzes Video. Dann gehen wir gleich mal auf unsere Seite ein hier. Und unsere Watchlist ist zu finden, nur wenn man eingeloggt ist hier, wie man sieht. Und auch wenn man die entsprechenden Mitgliedsberechtigung hat, also als Free Member, wird man diese Watchlist nicht sehen, beziehungsweise keinen Zugriff drauf haben. Und im Moment haben nur sehr, sehr limitierte Leute Zugriff darauf. Falls ihr interessiert sein solltet, Zugriff darauf zu bekommen, müsst ihr uns mal ansprechen und wir gucken mal, was wir da machen können. Aber ansonsten ist das im Moment Stand der Dinge. Und gehen wir gleich einfach mal drauf ein, wenn hier endlich mal mein Maus funktioniert, genau. Die Watchlist ist unter der Wissenssparte und zwar hier unter Watchlist. Wenn man einmal da drauf klickt, hier kann man sehen, dass ich persönlich ein Elite-Member bin, weil wir ja mittlerweile so ein Membership-Level integriert haben, um bestimmte Sachen nur für bestimmte Personen zugänglich zu machen. Weil es ist ja auch so, dass wir nicht alles veröffentlichen wollen und können und dürfen. Am wichtigsten ist, wir dürfen das ja nicht alles. Und das ist ja auch ein Tool, was wir hier haben, das wir für uns intern nutzen, um einfach intelligentere Trades machen zu können. Und hier war einfach nochmal, das ist glaube ich einfach nochmal für mich eine Anmerkung, dass hier noch etwas an Optimierung gemacht werden muss für mobile Geräte. Aber das ist jetzt erstmal unwichtig. Wichtig ist jetzt ganz einfach mal, dass diese Watchlist, wenn ich mich jetzt einfach mal hier so hoch und runter scrolle, die ist noch relativ rudimentär, aber die stellt eine Liste dar, die wir für Optionstrader sehr interessant finden. Das heißt, das sind jene Basisinstrumente oder Finanzinstrumente, jetzt im Moment meist auch nur Aktien, die sehr, sehr voluminös sind, was heißt voluminös, sehr, sehr liquide, ein hohen Trading-Volumen aufweisen und dass die Derivate, die Standardoptionen, die da drunter hängen, der Derivatemarkt auch sehr, sehr liquide ist, dann landen diese schon mal in unsere Watchlist. Im nächsten Schritt haben wir ein Programm geschrieben, das die relative Volatilität ausarbeitet, erarbeitet und berechnet und hier unseren sogenannten IV Ranking oder IV Percentile herausgibt, um zu zeigen, wie diese Aktie in Sachen implizite Volatilität gerade steht. Hier farbkodiert, grün bedeutet grundsätzlich, die Aktie hat eine sehr, sehr hohe relative Volatilität und das ist wichtig für uns Optionshändlern, um zu wissen, mit welchen Optionsstrategien wir fahren wollen. Rot haben wir jetzt so kodiert, dass das erstmal lieber Finger von lassen. Und blau sind die Optionsstrategien, die, also sind die Basiswerte, die gerade sehr, sehr einen sehr, sehr niedrigen Volatilität aufweisen. Und hier dann auch natürlich die entsprechende Strategie im Moment, wie ein Credit Spread oder hier ein Debit Spread haben wir noch nicht reinprogrammiert. Wie gesagt, wir arbeiten jeden Tag an dieser Seite und die kann nur besser werden. Ansonsten zeigt die Watchlist auch ganz gut noch, worum es sich handelt. So einen rudimentären Chart sieht man ganz gut. Das war jetzt für uns nochmal wichtig, weil wir uns ja gerne hinter Widerstands- und Unterstützungslinien verstecken, obwohl wir hier die meisten Trades bei einer, ja im Bereich 1 SD oder Standard Deviation setzen, wollen wir trotzdem sicherstellen, dass diese hinter wichtigen oder markanten
Widerstands- und Unterstützungslinien sind. Deswegen sind hier nochmal so kleine Charts drin, um das, damit wir das gleich sehen können, um gleich losrennen zu können, um unsere Trades machen zu können. Ja, diese Liste wird jeden Tag vor Markteröffnung bei den Amis, also so zwischen 14 und 15 Uhr aktualisiert, alles automatisiert. Das finden wir auch ganz gut. Und zusätzlich auch für die ganz Neuen ist hier reinprogrammiert, was ist denn jetzt hier ein CCS? In dem Beispiel wäre das ja ein Call Credit Spread, das ist einfach unsere Abkürzung. Und dann kann man sich mal angucken, welche Call Credit Spreads wir schon alle getätigt haben in unserem Portfolio. Und alles, was so mit Call Credit Spreads zu tun hat, kommt dann hier auf, wie zum Beispiel hier unser Wissensartikel. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wieso der Iron Butterfly hier auftaucht. Ah ja, klar, weil da ist ja auch ein Call Credit Spread Komponente da drin. Das wird vermutlich in diesem Dokument beschrieben. Und wenn man sich mal so weiter runtersappt auf diese Seite, sieht man zum Beispiel, dass unser Wissensartikel für Call Credit Spreads zu sehen ist. Was ist ein Call Credit Spread? Da gehen wir nochmal sehr, sehr genau drauf ein. Das führt einen also nochmal so ein bisschen durch die Basics und führt einen nochmal vor die Nase, wo und was zu traden ist, unsere Watchlist. Und das finden wir relativ interessant. Ansonsten muss ich jetzt mal gucken. Ich gehe jetzt mal zurück auf unsere Watchlist hier. Alles komprimiert, schon zusammengefasst. Und das zeigt uns ganz genau nochmal, mit welchen Optionsstrategien wir handeln können. Und wichtig zu wissen ist, dass diese Call Credit Spread, Put Credit Spread, Iron Condor oder Iron Butterfly, die sind dann verlinkt mit dem ganzen Trading Journal, die wir hier haben. Mit unserem Trading Journal, da kann man auch nochmal ganz genau sehen, was ist, um sich da auf die eine oder andere Weise Inspiration zu holen, wie wir das gemacht haben, was wir so getrieben haben. Und die ganze Verlinkung werden wir natürlich hinterher auch noch machen mit Basisinstrumenten, um zu gucken, welche Trades schon geführt wurden mit diesem Basisinstrument, mit dieser Aktie in diesem Fall. Und Quintessenz der ganzen Geschichte ist, dass diese Liste relativ dynamisch ist und sehr, sehr viel Automatismus aufweist und uns eigentlich vor die Nase hält, wo ist gerade die Aktion im Markt, wo müssen wir hin und mit welcher Strategie rennen wir los. Und diese Strategien sollen hinterher auch nochmal dynamisch gestaltet werden, je nachdem, wie ein Depotkonto so groß ist. Das heißt, geplant haben wir in der Zukunft, dass wenn ein User sich registriert, er unter seinen eigenen Einstellungen mal so einen Depotwert eingeben kann und ihm die entsprechenden Strategien und Basiswerte angezeigt werden oder nicht angezeigt werden. Zum Beispiel würde ich ja jetzt mal sagen, Google, wenn wir einmal draufklicken, $993 wert ist eine Aktie. Das ist natürlich nichts für kleine Depots und sollte dann auch nicht gesehen werden bei so einer Watchlist. Viele interessante Sachen, die wir im Moment machen. Und ich hoffe, das hat jetzt erstmal geholfen, so eine kleine Einführung zu bekommen, was unsere Watchlist genau ist, was wir damit bezwecken, worum es geht. Und ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Hans.